Hallo und herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde, hier zu einem neuen Video zum Thema BMW E92, weil Coupé. Sechszylindermotor ist ein 325, kam zurück aus dem Urlaub mit dem ADAC. Also nicht mit dem Besitzer, sondern mit dem ADAC wurde angeliefert. Die hatten eine Panne, beziehungsweise der Bordcomputer hat angezeigt, Motor erhitzt. Sofort Werkstatt aufsuchen und ging in den Notlauf. So, Fahrzeug kam dann hier an. ADAC ist sehr vorsichtig, hat überall Bilder gemacht, alles abfotografiert und ist dann gegangen. Dann stand er jetzt bei uns, jetzt haben wir mal geschaut, Fehlercode ausgelesen. Dann stand im Fehlercode Zusatzwasserpumpe, sporadischer Ausfall. Wir konnten das Ganze dann nicht so perfekt nachvollziehen, auch die Beschreibung vom Kunden, wie das Ganze so zustande kam. Dann sind wir selber mal eine Runde gefahren. Kurz darauf kam auch die WhatsApp von dem Kollegen, der gefahren ist, dass er an der Bushaltestelle steht, Warnblinker an und er nicht weiterfahren kann, also Notlauf wieder rein. Okay, dann hatten wir das Auto hier und kurz geschaut, kurz gemacht. Fehler ist die Pumpe an sich. Wir haben hier eine Kennfeld gesteuerte Pumpe, ich suche sie gerade, da haben wir sie. Und da, die gehen hin und wieder mal kaputt, also das ist wirklich bekannt. Wir haben hier drin auch so komische Spuren, ich muss mal schauen. Wenn ich die Zeit finde, jetzt in diesem Video werde ich es nicht machen, schrauben wir das Ding mal auf und schauen mal, ob wir einen Defekt feststellen können. Wenn ihr das wollt, schreibt es mal in die Kommentare, dann machen wir das. Mitgewechselt, weil wir eh schon dran waren, haben wir gleich den Thermostat. Ja, so sieht das Ganze aus. Ist ein schöner Brocken. Original, wohl aus Alu. Der Zulieferer hat es jetzt geliefert aus Kunststoff. Ich denke, das passt auch soweit. Das gibt sich nicht viel. Genau, ist alles mit drin. Der Fehler wird hin und wieder auch vorkommen. Bei dem einen oder anderen BMW-Fahrer sicher auch schon bekannt. Ich möchte in diesem Video euch aber noch zeigen bzw. sagen, wie man das ganze System dann entlüftet. Denn da gibt es eine spezielle Vorgehensweise. Das Ganze passiert automatisch, richtig cool. Gelöst, man hört es auch vielleicht. Ich gehe mal zum Fahrzeug hin. Könnt ihr das hören? Also die Entlüftung läuft schon. Was müsst ihr tun, damit ihr gestartet werdet? Wenn ihr das ganze System wieder zusammengebaut habt, heißt auch verschlossen etc., dann füllt ihr den Kühlmittel- oder Kühlerfrostschutzausgleichsbehälter voll auf, das heißt auf Max, natürlich in dem Verhältnis Frostschutz und Wasser, wie ihr es braucht. Füllt ihr es auf, macht den Deckel drauf und natürlich zu. Dann geht er ins Fahrzeug rein, macht die Zündung an, macht die Temperatur auf die höchste Stufe, in dem Fall sind es 28 Grad, und die Lüftung auf die niedrigste Stufe, das heißt nur ein Balken, also Lüftungsstufe 1. Dann haltet ihr für 10 Sekunden das Gaspedal gedrückt. Ja, macht es, wenn ihr sicher gehen wollt, weil man doch vielleicht ein bisschen schneller zählt ab und an. Macht dann 12 Sekunden, das macht nichts. Und dann werdet ihr feststellen, wie es etwas blubbert und vorne die Pumpe angesteuert wird. Das heißt, das System beginnt dann, sich von allein und automatisch zu entlüften. Richtig coole Sache. Geht circa 12 Minuten, also auf was ihr achten müsst. Das mache ich jetzt auch gleich noch. Ja, ich mache jetzt gleich noch das Licht aus. Denn ihr solltet natürlich darauf achten, dass die Batterie das auch hergibt. Und damit ihr jetzt nicht unnötig hier belastet wird, mache ich jetzt gleich noch das Licht aus, weil das eben so circa 10 bis 12 Minuten durchläuft, das Programm. Also richtig cool gelöst von BMW, also wirklich, da haben die Ingenieure sich ein bisschen was dabei gedacht. Die Pumpe an sich vom Ausbau, Achse muss man nicht ablassen. Es gibt wohl Leute, die machen das. Es geht auch ohne. Man kommt nicht ganz so toll dran, aber es geht eigentlich von der Zeit. Wie lange waren wir jetzt dran? Ja, überschaubar. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir angefangen haben. Circa, was meinst du? Eineinhalb Stunden. Also, eineinhalb Stunden, zwei mit Entlüften und Auffüllen, nochmal prüfen und gucken. Also, es geht. Kann man auch sicher im Hof zu Hause machen, wenn man keine Bühne hat. Also, man kommt von unten dran, muss jetzt keine Achse ablassen. Also, das geht schon. Gibt halt nur ein bisschen eine Sauerei. Also, aufpassen, dass ihr das Kühlmittel, das Kühlwasser auch auffangt, alles sauber. Und hier, mein Tipp, den habe ich schon oft gegeben. Holt euch so einen Teppich und da gibt es auch wirklich welche von den Herstellern, die bis zu 3 Litern auffangen können und auch binden. Und dann habt ihr die ganze Suppe nicht am Boden rumfahren. Alright, das war's schon zum heutigen Sonntag-Video. Vielleicht muss ich schauen, ob ich das noch schaffe bis morgen. Filme ich noch den E36 ein bisschen ab, denn
Bis zum 18. geht noch die Verlosung. Ab dann wird der Shop offline genommen, beziehungsweise das Shirt. Also macht noch Gebrauch davon, wenn ihr bei der E36-Verlosung teilnehmen wollt. Dann kauft euch das Shirt, dann seid ihr mit am Start. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Schrauben und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und tschüss.